So, Leute, herzlich willkommen bei LHAS, wunderbare Welt der Geschichte. Wir haben mal wieder bei uns im Depot eine Lieferung bekommen, das heißt neues Spielzeug für uns. Und wir gucken jetzt einfach mal rein, was drin ist. Ich meine, ich weiß es ja im Prinzip, ich habe es ja selbst bestellt, aber wir gucken uns trotzdem mal an, was es ist. Und zwar haben wir hier, ich glaube, ich packe hier an irgendeiner Stelle Jetem drunter. Haben wir hier einen Reinigungsschwamm, mit dem man Archivalien und Objekte reinigen kann von irgendwelchen Verschmutzungen. Dann haben wir hier, was ist das hier? Das hier sind Aufhängeschienen für so für Dia-Aufbewahrungsstreifen. Dann haben wir hier ein Paket mit verschiedenen Formaten von Pergaminhüllen, nämlich hier Kleinbilder, nochmal Kleinbilder und hier einmal DIN A4, das ist dann für Großabzüge. So, nächstes. Hier haben wir das Werbegeschenk und einen, ja genau, das Werbegeschenk, nämlich einen Archivstift, so wie immer, Gummibärchen und einen Brieföffner, schön metallfrei. Und als letztes haben wir hier noch mal Pergaminhüllen in so einem Mini-Paket. Das mache ich jetzt nicht extra auf, ihr könnt mir einfach glauben. Auch hier sind Pergaminhüllen drin, kann man auch hier lesen. Pergaminschutztaschen, 9x13, das sind die kleinsten regulären Formate, die wir so verwenden. Oder was heißt verwenden, die wir bei uns sammeln. Und zuletzt haben wir hier noch Seitenpapier. Das legen wir zwischen verschiedene Fotos. Und alle anderen Archive machen das auch. So, das war's mit dem Paket. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich werde in ein paar Tagen nochmal vielleicht ein Erklärvideo zu ein paar Sachen machen, zeigen, wie man die benutzt. Und in diesem Sinne, bis dann! So Leute, da habe ich euch eben Quatsch erzählt. Das hier ist gar kein Brieföffner, das ist ein Falzbein. Und mit Falzbeinen werden an Kartons Falze angebracht, um die knicken zu können, ohne dass dabei der Karton bricht. Tja, so kann man sich vertun.